Ja, dann auch. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Beck, bin seit knapp 2 Jahren bei Core Backbone beschäftigt. Das erste Jahr nur als Werkstudent und seit einem Jahr dann auch, seit ziemlich genau einem Jahr auch als Vollzeitkraft. Genau, mein heutiger Vortrag dreht sich um Rootleaks und um neue Ansätze, die zur Erkennung und zum Stoppen von Rootleaks existieren. Zuallererst möchte ich nochmal charakterisieren, welche verschiedenen Arten von Rootleaks es gibt. Zuerst gibt es das sogenannte Hairpin Turn with Full Prefix. Der Name leitet sich von einer H-Klammer ab in einer U-Form. Das heißt, dass gelernte Präfixe von einem Upstream-Provider werden an einem anderen komplett weiterpropagiert. Dann Nummer 2 ist der sogenannte Lateral ISP-ISP-ISP-Leak. Dabei, das beschreibt, wenn Peers mehr als ihre eigenen Präfixe plus Kundenpräfixe announcen. Dann gibt es als Punkt 3 den Leak of Transit Provider Prefixes to Peer. Das beschreibt, wenn gelernte Präfixe von Upstreams an Peers propagiert werden. Ähnlich Typ 4, Leak of Peer Prefixes to Transit Provider. Dabei werden gelernte Präfixe allerdings von einem Peer an einem Upstream Provider weiter propagiert. Das war es noch nicht. Es gibt auch noch Typ 5 und Typ 6. Die sind schon ein bisschen vom Namen schon ein bisschen komplizierter, aber im Grunde genommen auch relativ simpel. Nummer 5, sogenannte Prefix Reorigination with Data Path to Legitimate Origin. Das heißt, gelernte Präfixe von einem Upstream Provider werden zu einem anderen weiter propagiert. Also quasi wie Typ 1. Allerdings in diesem Fall, dass der quasi selbst als Origin auftritt. Das heißt, der bisherige AS-Path wird verworfen und entsprechend ein neuer Eintrag gesetzt. Dann gibt es noch Typ 6, Accidental Leak of Internal Prefixes and More Specifics. Das passiert, wenn interne Präfixe an einem Provider oder an Peers weiter propagiert werden. Das passiert zum Beispiel, wenn man interne More Specifics hat, zum Beispiel durch Routing-Aggregatoren und dann das ausversehentlich eben an Peers oder Providers propagiert. Ja, mögliche Konsequenzen von Rootleaks. Ich denke, wir alle wissen, was es da teilweise für Konsequenzen gibt. Eben, es können erhöhte Latenzen auftreten, wenn Traffic eben einen anderen Weg nimmt, als man selber beabsichtigt. Dann können entsprechend auch noch Paketverluste auftreten, wenn der alternative Pfad, der dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war, auf einmal überlastet ist. Oder Traffic kann auch durch Blackholing ganz verschwinden. Und natürlich kann Traffic abgehört werden durch die Parteien, die dann auf einmal im Pfad sitzen, die eigentlich nicht drin sein sollten. Was kann man aktuell gegen Rootleaks machen? Aktuelle Vorgehensweisen? Ich denke, wir alle wissen, das Beste ist, was man aktuell machen kann, ist RPKI einzusetzen, um Präfixe mit falscher Herkunft rauszufiltern. Dann häufig noch praktiziert ist, dass man eingehende Präfixe anhand von IRR-Datenbanken und filtert, anhand von Best Practices, dass ich zum Beispiel für meinen Kunden ein Asset habe und alle Präfixe von meinem Kunden draufgehend filter. Aber sonst gibt es zurzeit relativ wenig Möglichkeiten zum proaktiven Handeln. Daher bleibt einem eigentlich nur übrig, quasi ein BGP-Monitoring zu betreiben und zu schauen, dass man auf Vorfälle schnell reagiert und die schnell mitbekommt. Was man dann macht, man schaut, dass man erstmal das AS, was den Leak verursacht, erstmal versucht zu kontaktieren. Wenn das nicht klappt, dann ist der nächste Schritt, man versucht halt mal den Upstream-Provider zu kontaktieren und schauen, ob man da was machen kann. Alternativ kann man auch schauen, das geht natürlich nicht in jedem Fall, dass man präferierte Routen announced, zum Beispiel More Specifics. Aber das ist dann wirklich, wenn man keine andere Möglichkeit mehr hat. Dann im Rahmen des Vortrags möchte ich heute entsprechend neue Lösungen vorstellen, die sich momentan auftun, die auch eine automatisierte Erkennung und Vermeidung bieten. Neue Ansätze sind dabei einerseits das sogenannte ASPA, steht für Autonomous System Provider Authorization, dann die sogenannten B2P Roles und die Down-Only Community. Zuerst möchte ich anfangen mit ASPA.
Die grundlegende Idee hinter ASPR ist, dass der AS-Pfad verifiziert wird. Das Ganze basiert auf dem RPKI-Ökosystem und entsprechend hat jedes AS auch die Möglichkeit, ein ASPR-Objekt zu hinterlegen, wo es definiert, welche AS sind quasi meine Provider. Also das Ganze erinnert auch sehr an die ROAs, die hoffentlich jedem bekannt sein sollten. Und auch die ASPR-Objekte werden wie die ROAs eben über das RPKI-Ökosystem mit Repositories verbreitet. Und hier unten sieht man auch mal die Timeline. Wie gesagt, das Ganze ist momentan noch ein Draft. Das heißt, das ist noch nicht fertig spezifiziert. Und die ersten Entwicklungen haben 2018 begonnen und so langsam nimmt das Ganze auch mehr Fahrt auf und man erwartet auch, dass es innerhalb vom nächsten Jahr eben als RFC spezifiziert wird. Dann stellt sich nun die Frage, wie verifiziert ASPR eigentlich die AS-Pfade? Die grundlegende Idee ist da prinzipiell hinter, dass es immer nur aufsteigende Rampen und absteigende Rampen gibt. Bei den aufsteigenden Rampen hat man eigentlich immer Kunden-Provider-Beziehungen und bei den absteigenden Rampen hat man eigentlich immer Provider-Kunden-Beziehungen. Es wird dann gleich in den folgenden Beispielen noch ein bisschen eindeutiger. Und was als Grundprinzip dafür auch wichtig ist, ist das sogenannte Value-Free Routing. Das heißt, ein valider Pfad darf entsprechend, das sieht man auch hier schön, darf immer nur hochgehen, mal vielleicht auch zur Seite und mal runter, aber darf eben kein Tal in der Mitte haben. Das ist auch dann darauf, wo ASPR aufbaut. ASPR hat auch den Vorteil, dass auch ein teilweises Deployment möglich ist. Das heißt, es können auch nur ASPR-Objekte bzw. ASPR-Attestierungen für einzelne Teilstücke der Rampen existieren. Und entsprechend kann man auch sagen, dass nachdem immer nur eine aufsteigende und eine absteigende Rampe existieren darf, muss auch die Reihenfolge richtig sein. Das heißt, kann ich erst eine absteigende Rampe bekommen und dann eine aufsteigende Rampe, sondern es muss immer die Reihenfolge passen. Ähnlich wie bei RPKI hat man bei ASPR verschiedene Validierungszustände. Es gibt hier auch Valid, Unknown und Invalid. Dann hier direkt ein Beispiel mit einem, dauert ein bisschen, mit entsprechend Valid als Ergebnis. Links haben wir jetzt die verschiedenen ASPR-Objekte, die existieren. Die Notation ist folgende. AS1 hat ein ASPR-Objekt veröffentlicht, wo es sagt, dass quasi AS2 der Provider ist. AS2 hat hier in dem Beispiel dann wiederum ein ASPR-Objekt, was eben sagt, AS3 ist mein Provider. Kann natürlich auch in einem ASPR-Objekt können auch mehrere Provider angegeben werden. In dem simplen Beispiel ist immer nur einer. AS3 und AS4 haben die Besonderheit, dass es hier die AS ganz oben sind. Entsprechend haben die keinen Provider und entsprechend ist eben AS0 als Provider hinterlegt, was eben quasi sagt, hey, ich habe keinen Provider. Und dann haben wir hier einmal eine aufsteigende Rampe mit Kunden-Provider-Beziehungen und eine absteigende Rampe mit Provider-Kunden-Beziehungen. Und nachdem es entsprechend hier nur einmal eine aufsteigende Rampe gibt, hier hat man dann in der Mitte ein Peering und eine absteigende Rampe gibt, ist quasi der Pfad, wie er hier zu sehen ist, valide und das Validierungsstatus entsprechend auch valid. Dann das nächste Beispiel, ein invalider Pfad hat entsprechend den Validierungsstatus invalid, wenn es kommen würde. Prinzipiell sieht es ähnlich aus wie das vorherige Beispiel, nur dass hier in der Mitte jetzt AS6 hinzugekommen ist und dieses AS ein AS ist, was Routen liegt. Und auch hier haben alle AS wieder entsprechende ASPR-Objekte. AS1 hat wieder AS2 als Provider und so weiter. Jetzt ist der einzige Unterschied hier ist eigentlich, dass AS6, also quasi das liegende AS, hat valide Einträge. Dass quasi AS3 und AS4 der Provider ist. Trotzdem kann man eben feststellen, dass der Pfad invalid ist, weil eben
das Valley Free Prinzip nicht mehr eingehalten ist, es einmal eine aufsteigende Rampe gibt, dann eine absteigende und wieder eine absteigende. Entsprechend ist der Pfad invalid. ASPA bietet bereits auch Vorteile, wenn weniger AS ASPA bereits vollumfänglich unterstützen. Ein Beispiel ist hier, wenn ein ASPA-Deployment existiert mit nur zwei AS im Pfad, die ASPA unterstützen. Es gibt hier in dem Fall nur ASPA-Objekte für AS1 und AS5, die eben sagen AS2 und AS4 sind deren entsprechenden Provider. Und das bietet auch schon den Vorteil, dass bereits Teile der aufsteigenden und absteigenden Rampe verifiziert werden können. Das heißt, einmal der Teil kann schon verifiziert werden und der Teil. Das heißt, bietet auch schon Vorteile. Und hier mal den Validierungsstatus unknown, weil eben quasi der komplette Pfad nicht validiert werden kann, weil nicht für jedes AS auf dem Pfad eben entsprechende ASPA-Objekte existieren. Deswegen ist der Validierungsstatus unknown. Zusammengefasst kann man sagen, dass die meisten Rootleaks mit ASPA erkennbar und verhinderbar sind. Vorausgesetzt natürlich, ASPA-Objekte existieren und sind auch durch ausreichend viele RS eben vorhanden. Erste Software hat auch schon Support für ASPA. Einerseits zum Beispiel Krill als RPKI Certificate Authority, dann zum Beispiel auch der Routinator hat mittlerweile schon Support im Alpha-Status als RPKI Validator. Dann auch OpenBGP als erste BGP-Implementierung unterstützt bereits ASPA. Und dann gibt es auch noch den RPKI-Client, der bereits auch ASPA unterstützt. Ungefähr vom Zeitplan kann man erwarten, dass. Oh. Das ist Teil vom Test. Die Teilnehmer hier müssen es erraten. Ja. Kann man probieren. Ein- und auszustecken. So, jetzt sieht es hoffentlich wieder besser aus. Genau, war ich stehen geblieben beim Zeitplan. Vom Zeitplan wird erwartet, das ist natürlich schon ein bisschen im Spekulationsbereich, dass im Laufe des Jahres 2024 das Ganze fertig spezifiziert ist und eben als RFC released wird. In den nächsten ein bis zwei Jahren kann man auch mit dem Support von den ersten Regional Internet Registries rechnen, also dass man bei der RIPE im Webinterface zum Beispiel einfach seine Objekte anlegen kann. Und die Verfügbarkeit bei den kommerziellen BGP-Implementierungen wird noch ein bisschen länger dauern, da ist von Branchenkreisen so mindestens zwei Jahre erwartet. Also mal schauen, wie lange das noch dauert. So, ja, das funktioniert jetzt. Dann möchte ich weitergehen zu einer zweiten neuen Vorgehensweise, was neben ASPA noch existiert mittlerweile. Das sind die sogenannten BGP-Rolls. Ich denke, dem einen oder anderen wird das auch schon ein Begriff sein. BGP-Rolls ist als RFC spezifiziert, das ist der RFC 9234. Und die grundlegende Idee dahinter ist, dass man seinen NathBus bestimmte Rollen zuteilt. Es gibt verschiedene Rollen, zum Beispiel Provider, Customer, Root Server, entsprechend Root Server Client und ganz normale Peers. Und zwischen den Rollen gibt es nur einige bestimmte Beziehungen, die erlaubt sind. Zum Beispiel Provider zu Kunde ist erlaubt und andersrum natürlich auch. Dann Peer zu Peer ist noch eine valide Beziehung und Root Server zum Root Server Client entsprechend auch. Die Rollen werden beim Aufbau einer BGP-Session verhandelt und nur wenn die Rollen zueinander passen, kommt die Session eben ab. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Session erst gar nicht established. Genau, zusätzlich gibt es das sogenannte Only-to-Customer-Attribut. Wie der Name bereits suggeriert,
wenn das Attribut vorhanden ist bei BGP-Updates in Richtung Kunden, RIS-Clients oder Peers, also ist quasi nur bei den verschiedenen AS vorhanden. Und der Wert von dem OTC-Attribut ist dabei die AS-Nummer des Peers. Und nun stellt sich die Frage, wie wird mit dem OTC-Attribut bei ein- oder ausgehenden BGP-Updates umgegangen? Zuerst möchte ich hier eingehend darauf eingehen. Erstens, wenn das OTC-Attribut bereits vorhanden ist und der Sender des BGP-Updates ist ein Kunde oder ein RS-Client, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich oder definitiv um Rootleak, da man Updates mit dem OTC-Attribut nicht von einem Kunden erwarten würde oder auch nicht von meinem RS-Client. Folge davon, das Update wird rejected. Punkt 2 wäre es auch, wenn ein OTC-Attribut vorhanden ist, allerdings der Sender des BGP-Updates in dem Fall ein Peer ist. Da muss die AS-Nummer, die im OTC-Attribut vorhanden ist, muss der AS-Nummer des Peers entsprechen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch wieder ein Rootleak und muss verworfen werden. Dann Punkt 3, wenn das OTC-Attribut nicht vorhanden ist und der Sender ist ein Provider, ein Peer oder ein Root-Server, dann wird das OTC-Attribut gesetzt mit der Sender-AS-Nummer als Wert von dem OTC-Attribut. Hier in der Grafik kann man auch schon sehen, AS1 setzt Richtung AS2 das OTC-Attribut, eben Only to Customer, mit dem Wert AS1, weil er da quasi der Erste ist, der das OTC-Attribut setzt. AS2 darf das Ganze dann entsprechend auch nur zu seinen Kunden verbreiten. Dementsprechend wären jetzt Updates Richtung Provider entsprechend ein Leak. Auch wenn man sich hier unten AS3 anschaut, der darf das einerseits auch nicht zu seinem Provider propagieren, aber darf es auch nicht zu anderen Peers, zum Beispiel an Internet Exchange, weiter propagieren. Dann das Ganze auch noch ausgehend, beziehungsweise Egress. Wenn das OTC-Attribut nicht vorhanden ist und der Empfänger ist ein Kunde, ein Peer oder ein RS-Client, dann wird das OTC-Attribut gesetzt mit eben der eigenen AS-Nummer als Wert. Fall 2 ist, wenn das OTC-Attribut bereits vorhanden ist und der Empfänger ist ein Provider, Peer oder RS, dann dürfen die Updates nicht gesendet werden, da sonst ein Rootleak entstehen würde. Entsprechend muss es rejected werden. Es kann dementsprechend festgestellt werden, dass das OTC-Attribut ein- und ausgehend gesetzt wird, sofern es nicht schon existiert. Das Ganze sorgt für mehr Robustheit und hat eben auch Vorteile für Netze, die frühzeitig BGP-Rolls unterstützen, wenn das beidseitig gesetzt wird, wenn ein Peer oder ein Kunde das noch nicht unterstützt. Dann hier in dem Fall auch wieder ein Beispiel. In dem Beispiel unterstützten jetzt nicht alle AS BGP-Rolls, zum Beispiel hier AS5 und AS6 unterstützen keine BGP-Rolls. Und in dem Fall ist AS6 auch ein AS, was quasi Leaks erzeugt. Und entsprechend sehen wir hier quasi, AS4 setzt erstmaliges OTC-Attribut mit seinem eigenen Wert. AS5 hat keinen Support für BGP-Rolls und leitet das entsprechend einfach unverändert durch. Das heißt, das OTC-Attribut wird in dem Fall auch nicht verändert. Dann kommt es zu AS6, was auch keine BGP-Rolls unterstützt und hier in dem Beispiel auch noch falsch konfiguriert ist. Und quasi die Routen weiter an AS7 und quasi an andere Peers noch weiter propagiert mit dem OTC-Attribut gesetzt und quasi die AS7 und seine anderen Peers, die unterstützen dann wiederum BGP-Rolls und sehen eben, dass da ein OTC-Attribut gesetzt ist, was an der Stelle gar nicht gesetzt sein sollte und verwerfen die Updates entsprechend. Dann noch ein Peer-to-Peer-Beispiel. In dem Fall ist es, dass alle AS unterstützen BGP-Rolls. In dem Fall hat AS2 und AS5 noch eine Peer-to-Peer-Beziehung und entsprechend wird AS2, weil es quasi ein Peer mit AS5 ist, setzt AS2
das OTC-Attribut mit seinem eigenen AS. Und AS5 muss jetzt überprüfen, dass das OTC-Attribut darf wirklich nur den Wert AS2 haben. Alles andere wäre in dem Fall dann auch wieder invalid. AS5 hat auch noch, bekommt das in dem Beispiel das gleiche Update, das gleiche Präfix auch noch von AS4, also mit OTC-Attribut gleich AS4 gesetzt. Das heißt, es können sich zwei verschiedene Attribute, oder es gibt quasi zwei verschiedene Routen. Und entsprechend, weil die Peer-to-Peer-Route oder die Route, die von Peer gelernt wird, präferiert wird, wird entsprechend an dem Kunden von AS5, also an AS6, dass die Route mit OTC gleich AS2 weiterpropagiert. Zusammenfassend kann man feststellen, dass B2P-Roles automatisiert dank der fest vorgegebenen Rollen und dem OTC-Attribut die Root-Leak-Erkennung und Verhinderung ermöglicht. Das geht auch bereits, wenn nur einige weniger AS-BGP-Roles unterstützen. Genau. Auch hier gibt es schon durch einige AS wieder gibt es schon wieder einige Software, die das bereits unterstützt. Zu nennen wären hier die BGP-Implementierungen BERT, FRR, OpenBGP und MikroTik soll wohl auch schon BGP-Roles unterstützen. Bisher gibt es keine Ankündigung, zumindest keine Ankündigung, die ich in meiner Recherche gefunden habe, von den großen Herstellern wie Juniper, Arista, Cisco oder Nokia, die das Ganze umsetzen wollen. Das heißt, da kann man darauf hoffen, dass das bald passiert. Und da hat, denke ich, jeder auch aufgerufen, mal selber Feature-Requests zu erstellen, dass die Hersteller das hoffentlich zeitnah dann auch implementieren. Dann noch schlussendlich als dritter neuer Ansatz die Down-Only-Communities. Die befinden sich momentan noch unter Spezifizierung. Gibt es auch schon entsprechend ein IETF-Draft, wo die ersten Entwürfe seit 2015 sind. Da hat sich auch von der Idee und von den Benennungen der Communities einiges in der Laufe der Zeit geändert. Aber die grundlegende Idee ist eigentlich relativ ähnlich wie bei BGP-Roles. Das heißt, man hat wieder Rollen, die man manuell zuweist und setzt das Ganze oder als OTC-Attributersatz hat man entsprechend dann Communities, die man einsetzt. Nachteil ist jedoch, dass die Policies und die Communities komplett manuell definiert werden und manuell verwaltet werden müssen. Genau, wie schon bereits gesagt, statt von einem Attribut wird nun die Verwendung von sogenannten Down-Only-Communities verwendet. Dabei handelt es sich um Large-Communities, welche auch wie das OTC-Attribut in Richtung von einem Kunden, einem RS-Client oder einem Peer gesetzt wird. Auch hier trägt die Community den Wert oder die DRS-Nummer immer als Wert. Die Überprüfung von eingehenden BGP-Updates ist sehr ähnlich wie zu BGP-Roles. Der Unterschied ist vor allem, dass mehrere Communities gesetzt werden können. Bei OTC konnte man immer nur quasi ein Attribut setzen, bei Large Communities hatten wir entsprechend die Möglichkeit, mehrere Communities gleichzeitig zu setzen. Das ist auch hier exemplarisch mal der Fall. Hier jetzt immer nur abgekürzt DO Down Only. W steht jetzt einfach dafür, dass es eine well-known Community ist. Dann DO, dass es sich um die Down-Only Community handelt. Und dann quasi letztendlich hat man immer noch den ein AS als Wert drinnen. Im Fall AS1, dann von AS2 Richtung AS3 wird dann in dem Fall hier einfach noch eine weitere Community hinzugefügt. Richtung AS3 zu deren Kunden dann wieder das Gleiche. Und wie bei den BGP-Roles ist es eben, wie der Name bereits suggeriert, dass es nur nach unten gehen darf, sind eben Updates zu Providern oder Peers entsprechend invalid und müssen rejected werden. Und der Unterschied zu BGP-Roles bei dem Schritt 2 bei der eingehenden Überprüfung ist vor allem, dass jetzt hier mehrere Communities überprüft werden müssen. Das heißt, sobald eine Community existiert, wo nicht der Sender die DRS-Nummer vom Peer drin steht, ist es eben invalid und muss rejected werden.
Dann noch zu ausgehenden Überprüfungen, die ist eigentlich gleich zu den BGP-Roles. Entsprechend, wenn die Community vorhanden ist, wird die Route nicht an einen Provider, Peers oder einen Root-Server propagiert. Und falls sie nicht vorhanden ist, wird in Richtung Kunden, Peers oder Peers, die dann ohne Community mit dem Eigen-MAS als Wert gesetzt. Dann auch hier wieder einige Beispiele. Auch hier ein Beispiel, bei dem nicht alle AS, die Down-Only-Community unterstützen. Hier wieder AS5 in dem Fall und AS6. Auch hier AS6 wieder als AS, was falsch konfiguriert ist, entsprechende Leaks erzeugt. Auch hier haben wir wieder den Fall, dass die DO-Community unverändert durchgereicht wird und letztendlich bei AS6 ankommt. Und AS6 propagiert die auch unverändert weiter an Provider und Peers. Und also die Peers von ihm und AS7 würden in dem Fall die Down-Only-Communities unterstützen und entsprechend hier auch merken, dass es sich um Leak handelt und entsprechend die Updates rejecten. Dann zu den Vorteilen der Down-Only-Community. Da hat man natürlich den großen Vorteil, dass es keine Unterstützung vom Router-Betriebssystem notwendig ist. Und entsprechend wäre auch ein inkrementelles und schnelles Ausrollen möglich. Nachteile sind natürlich, dass es bisher nicht spezifiziert ist und Communities auch durch viele andere Anwendungen bereits genutzt werden, ist es bei Communities deutlich wahrscheinlicher, dass die vielleicht doch mal gedroppt werden. Und um zu überprüfen, ob alle Down-Only-Communities, die durch einen Peer empfangen werden, die AS-Nummer des Peers enthalten, müssten BGP-Implementierungen auf Communities wie A und B, aber nicht C, matchen können. Aber das ist in den meisten BGP-Implementierungen nicht der Fall. Daher wird da eine Vereinfachung angenommen. Bei konformen Peers wird immer nur eine Community geschickt. Das heißt, wenn man da schon von einem Peer mehrere Down-Only-Communities empfangen würde, wäre das schon ein Fehler. Und entsprechend muss nur noch geprüft werden, ob die Down-Only-Community vorhanden ist und die AS-Nummer des Peers enthält. Dann war es das auch schon von meiner Seite, von den neuen Möglichkeiten, um gegen RootLeaks vorzugehen, und jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung.